Und Action. So. Theo, wo ist er hin? Da hinten irgendwo höre ich was brummen. So, dann wollen wir mal loslegen. Theo. Ja, Dirk. Baum. Ich habe die Kartoffelwaschanlagen schon leer, also die Sortieranlagen. Müsstest du vielleicht nur noch mal nachfüllen oder so? Gemacht. Und ich werde Grasmähen fahren. Oh, ist es etwa wieder so weit? Ja, langsam. Mal Ja, okay. gucken, ob wir noch ein bisschen Heu davon machen oder was wir da draus machen. Ich weiß ja nicht, wann Holmes wiederkommt wegen unserem Fahrsilo. Dass wir da hinten noch ein Fahrsilo hinkriegen. Ja, stimmt schon, ne? Ah ja, gut. Dann mache ich jetzt da die Kartoffelwaschanlage. Kümmere ich mich jetzt darum, Ja. dass das alles wieder läuft. Dann gucke ich nochmal nach meinem Bienchen und dann mal gucken, vielleicht komme ich dann entweder mit dem Bender oder mit dem Schwader hinterher. Ich habe ja Schwadablage habe ich ja dran. Ja gut, dann was willst du mehr? Und wenn du wirklich dann Silageballen machen willst, dann kann ich ja direkt mit der Presse hinterher juckeln. Ja, wie, hast du schon mal geguckt, wie viele Kartoffeln wir schon haben? 50.000, glaube ich, wollte er haben, ne? Was haben wir denn? Steht gar nicht drauf. Steht noch gar nicht drauf. Nö. Ja, muss ich alles erst noch einstellen. Ja. Ja, da kümmere ich mich dann später drum. Ich guck mal Oh, eben. guck mal, der Packemann ist da. Ich guck mal. Warte, ich bin gerade auf dem Handy. Ich guck mal eben Stadt haben wir zusammen geschrieben. In die App. Ganz genau. Wenn ich sie hier finde. Wo sind sie denn? Da sind sie. Einen schönen guten Morgen, Herrn Lustig. Moin! Guten Morgen, Packemann. Ja, ich war gerade in der Nähe und dann wollte ich mal wegen der Wartung vorbeischauen. Wollte schon mal eine Aufnahme machen, was zu machen ist und dann mein Techniker vorbeikommen und alles erledigen. Ja, toben Sie sich aus. Ja, machen wir dann. Na, alles klar. Jo. Jo. Dann bis denn. Knapp 20.000 haben wir drin. Oh ja. Ne, also. Auf die 50.000 können wir auch noch. Ja. Easy. Sind ja noch ein paar Tage Zeit. Eben. Und da wir Okay, jetzt zwei ja. Das kann ich Waschanlagen, also verstehen. Sortieranlagen haben, dann geht das ratzeputz. Genau. Ja. Na gut, ich verschwinde. Hier ist Okay. alles Bis okay. später. Jetzt bist du immer noch da. Schau, dass du schleichst. Ja, Fetti. Titri, titri, titri. So, dann schauen wir mal. Ja, da ist alles in Ordnung. Ja. Ja, oh. Fangen wir da hinten mal an, glaube ich. Da muss was gemacht werden, ja. So, dann schauen wir mal, ob das alles funktioniert. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, okay. Ja. Okay. Spielzeugkiste, ja, okay. Ach, gucken wir mal hier den Düngerstreuer.
So, dann checken wir mal das hier. So. So. Da ist doch schon wieder Schläuche. Das sieht gut aus, ja. Bremsen funktionieren. Das ist schön, dann machen wir mal wieder ab. Gucken wir mal wieder ab. So, ein bisschen das Gras weg hier und dann schauen wir mal weiter. So, dann schauen wir mal zum nächsten. Was haben wir denn hier? Ah, ein Anhänger. Schauen wir mal. Theo, bist du im Funk? Ich bin im Funk, jawohl. Auf der Wiese hier stehen noch Grasballen. Ja, die können wir dann beim nächsten Mal mitnehmen. Und liegen tun hier, glaube ich, auch noch welche. Ah, ich glaube, die sind bei der letzten Fuhre noch übrig geblieben. Ja, kein Stress, die hole ich dann später noch ab. Ich wollte es ja auch nur erwähnt haben. Alles klar. So. Dann mal weiter zum nächsten Gerät. Haben wir hier was drin stehen? Aha, aha. Mhm. Ja, das sieht okay aus, ja. So, den Traktor machen wir dann am Schluss. So, dann schauen wir mal hier. Lesen wir mal an, ja. Gut aus. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Theo, nochmal. Ja, ich bin da. Mir ist gerade noch so ein Gedanke gekommen. Was hältst du davon, wenn du mal bei der BGA anrufst, ob wir das Gras da einsilieren können? Und ob die das denn in die BGA schmeißen wollen, weil Silage haben wir selber ja noch genug und Heu ja eigentlich auch. Ja gut. Kaputt gehen tut's ja nicht, ne? BGA, ja. Ja, müssten wir dann mal fragen, wie das dann ausschaut mit dem Strom und was wir dann davon grillen. Dass wir da mal gucken, was wir da... Wenn wir mal sagen, du mähst es, legst es in Schwaden und dann fahren wir mal mit dem Ladewagen. Ja. Eben. Ja, können wir ja mal fragen. Ich kann's ja mal anrufen. Jo. So, dann fahren wir den mal wieder zurück an sein Plätzchen. War das gerade ein Niesen, Herr Brackelmann, oder was war da so laut?
Ja, alles okay, alles okay, alles okay. Nur kein Stress, nur keine Hektik. Sie wollen uns ja nicht krank werden oder so, ne? Nein, keine Zeit. So, dann gucken wir mal hier. Gucken wir mal hier. Aha, ein Anhänger, ja, okay. Aber wenn, dann müssen wir den Tesserossa ja sowieso nochmal anrufen, ob der einen Lagewagen hat, den er uns bieten kann, an uns vermieten kann. Glaub, mit einem Hochdruckreiniger könnte ich ja auch noch Geld verdienen bei dem Hof. Mit dem Saubermachen haben es die Lustigs nicht so. Der braucht mal ein bisschen Wasser. Der ist in Ordnung. Oh. Ah ja, da müssen sie mal danach gucken, ja. So, dann schauen wir mal weiter. Oh ja, ja, okay. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Ja, das sieht auch sehr schön aus. So, haben wir denn hier noch was? Den hatten wir schon. Können wir den hier noch mal gucken? Oh oh. Da sieht nicht gut aus. Da müssen wir mal schauen. Ja, okay, der müsste, ja, den müssen wir abholen. Okay. So, dann haben wir das, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So. Ja, das wird auch, okay. Hallo Herr Lustig, bleiben Sie mal gerade hier. Ja, Herr Brackelmann, uns kann ich den Visit tun. Ja, also bei dem Fendt, den müssten wir, glaube ich, mal abholen. Aha. Da scheint irgendwas mit dem Motor nicht zu stimmen. Okay. Den wollen wir da mal lieber nicht weiter bewegen, weil das könnte schlecht ausgehen. Aber sonst, was ich gesehen habe, jetzt alles soweit in Ordnung. Bei dem Drescher müssten wohl die ein oder andere Zinken mal gewechselt werden. Ja, das können wir ja danach selber machen. Aber sonst sieht alles bei euch sehr gut aus. Also da kann ich alles unterschreiben und bedenkenlos gutheißen. Okay, und bis wann? Wie gesagt, du dann den Fendt holen? Ich denke mal, ich sag meinem Techniker Bescheid und der würde dann eventuell dann heute noch vorbeikommen und ihn kurz abholen. Alles klar. Okay, bis dann. Da sage ich dann recht herzlichen Dank und bis später. Ja, bis später, für dir. So, und weiter zum nächsten. War hier nicht auch ein Weg? Ja. Ups, ach, da sind ja noch mehr Fahrzeuge, die habe ich ja ganz vergessen. Ach. Und ich dachte schon, ich wäre so schnell fertig.
Ach ja, die ist auch in Ordnung. Sieht auch gut aus. Ja, auch in Ordnung, ja. Ja. Hervorragender Zustand, das haben wir doch gerne. So, dann fahren wir mal. Ach, ich soll ja meiner Frau noch ein paar Eier mitbringen. Auch ein Honig, auch nehmen wir auch 2 Gläser Honig mit, so. So, und weiter geht's. Du Dirk, ich bin mal so frei und fahr mal zur BGA hinter, weil ich hab da keine Telefonnummer gefunden. Ja, ist gut. Dann fahr ich da mal hinter, vielleicht treffe ich ja jemanden. Ja, und dann fragst einfach mal nach, was, ob die jetzt noch Platz haben oder Jo. wie oder was Das oder wäre wo. jetzt auch der Plan. Muss ich nur gucken, wie ich da jetzt am blödesten hinkomme. Und ob wir das häckseln sollen, weil dann müssen wir ja gucken, ob Tessarossa noch Zeit hat oder ob das mit dem Ladewagen reicht. Ja, da frage ich jetzt dann einfach mal nach. Ja. So, das haben wir, das haben wir. Wo habe ich den denn wieder? Ach, schauen wir mal im Dings, wo ich den LKW habe stehen lassen. Dann müssen wir mal rüber gerade zum Shop. So, da sind wir dann schon beim Shoppi. Mach mal eben den Brackelmann anrufen. Da. Brackelmann, sind Sie noch im Funk? Ja, lustig. Ich bin im Funk. Was ist los? Ah, okay. Ich habe noch mal eine Frage. Haben Sie zufällig Ladewagen irgendwie gerade im Angebot? Oder so ein Kombiwagen? Wie meinen Sie Kombiwagen? Häcksel und Ladewagen und Häckselwagen in einem, so irgendwie sowas? Nein, hätten wir jetzt im Momentan, müsste ich mal gucken, aber ich glaube, nee, das sieht nicht so aus. Könnten Sie denn Nee, da haben wir. irgendwas empfehlen oder so, oder? Vielleicht könnten Sie mal, wenn Sie den nicht so oft brauchen, mal beim Herrn Testarossa nachfragen. Ich glaube, die haben einen großen Ladewagen. Ja, bei uns, mir geht das eigentlich darum, ob wir uns eventuell was selber nochmal einzulegen, den wir aber für beides benutzen können. Also sei es zum Häckseln oder also als zum Ladewagen fahren. Da wüsste ich jetzt auf Anhieb nichts. Okay. Weil mein Helfer, der ist momentan nicht da und der kennt sich in dem Bereich etwas besser aus.
Ich guck gerade. Ich guck gerade noch mal im Katalog. Also der Strautmann, das wäre ja schon mal so eine dieser Rapid 580V. Der würde für unsere Größe ja schon bald reichen. Oder halt von Fendt, der Tigo, der XR75D. Kleinen Moment, da müsste ich gleich mal in den Katalog reingucken. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ah ja, jetzt funktioniert es so. Welcher war das jetzt nochmal? Kleinen Moment. Einmal der Shootemaker, der Rapid 580V. 580V, ja. Oder der Fendt, der da im Katalog gleich danach kommt, der Tigo XR75D. Ja, den Tigo hat, soweit ich weiß, hat der Dings einen, den er ihn wahrscheinlich leihen könnte. Also dann würde für uns ja schon bald so der Shootmaker in Frage kommen. Das müssten Sie dann überlegen. Sie könnten dann ja quasi den beim Herrn Testerossa mal testen, den anderen, und dann wissen Sie ja, ob der Ihnen vielleicht was zusagt. Ja, ich denke mal, wir nehmen den Shootemaker dazu. Wenn Sie uns den bestellen könnten und dann schön Preis für machen. Ich muss dann mal gucken und dann kann ich Ihnen sicher weiter sagen. So, nur dass Sie Bescheid wissen, ich habe Ihrem Bruder schon Bescheid gesagt. Ich hole gerade den Fendt ab. Welchen? Weil der scheint, der kleine Fendt, da scheint der Motor nicht in Ordnung zu sein. Ja. Und da muss mein Techniker mal drüber gucken, sonst hat der einen schwerwiegenden Schaden. Ja, okay, alles klar. Wie sieht's mit dem Fiat aus? Sonst ist alles, alles in Ordnung. Bei dem Dings habe ich Ihrem Bruder Bescheid gesagt, der bei Ihrem Drescher, da müssen bei dem Schneidwerk mal ein bisschen die Dings gewechselt werden. Ja, die Messer, da habe ich mir die schon Messer, fast gedacht. Die sind nicht mehr die allerbesten. Und der eine oder andere Zinken müssten Sie mal kontrollieren bei Ihrem Krupper und Ihrer Sämaschine. Da müssen Sie vielleicht auch nochmal drüber gucken vor der nächsten Benutzung. Ja, alles klar. Aber das sind ja alles Kleinigkeiten, die Teile müssten Sie ja normalerweise sogar noch da haben. Da liegt bestimmt noch was in der Werkstatt rum. Ansonsten müssen Sie da halt online im Katalog nachbestellen. Weil so alt ist das ja alles noch nicht. Ja. Dankeschön. Aber Sie wissen ja, wie es geht beim Krupper und so, das geht dann schnell. Ja. Ein paar Steine im Boden und dann ist da schnell was versaut. Das stimmt allerdings. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. So, da wollen wir doch mal gerade gucken. Was haben wir denn da? Hallo, ist jemand da? Hallo? Ja, mein, was kann ich für Sie tun? Servus, Lustig hier. Lustig. Ich wollte Sie mal fragen, bräuchten Sie Grassilage, beziehungsweise können wir unser Gras bei Ihnen verdichten und einlagern und eventuell dann in die Biogasanlage mit einwerfen? Ja, das könnten Sie machen. Dann müssen Sie aber für die Verdichtung müssen Sie selber sorgen und für die Lieferung. Also wir holen da nichts ab in dem Bereich. Das ist kein Problem, uns geht's nur ums Lagern und ums Verwerten. Ja, und die Verwertung, da kriegen Sie eine Chipkarte, die müssten Sie dann beim Landhandel also beantragen. Aha. Und dann läuft das über den Landhandel. Ja, aber wir haben schon so ein Konto über den Landhandel. Ja, da müssen Sie dann nur die Chipkarte entsprechend beantragen und die können Sie dann hier vorne an der BGA in den Schlitz einführen. Und dann, wenn Sie dann auffüllen, können Sie dann entsprechend registriert er das, was Sie da einwerfen. Alles klar. Ja. Dann werde ich da mal mit dem Herrn. Da sind wir auf einem sehr neuen Stand. Also das tut weitgehend alles vollautomatisiert dann funktionieren. Mit Ausnahme halt des Verdichtens und des Befüllens. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, das ist ja schön. Mit wem habe ich gerade gesprochen?
Mit dem Herrn Josef. Alles klar. Gut, und mit wem spreche ich nochmal? Wir sind lustig. Sie sind lustig. Und wie heißen Sie? Ich bin Theodor. Ach so, Sie heißen lustig. Ja, genau. Sie sind es nicht nur, Sie heißen auch so. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich bin, was ich bin. Ja, okay. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wiederhören, sagt er. Steht vor mir. Dirk, bist du noch im Funk? Mhm. Also, ich habe da gerade mit einem geredet von der BGA. Ja, ich habe ein bisschen was gehört. Scheiße, habe ich den Funk wieder anlassen? Ja. Oh, finde ich jetzt nicht so lustig. Aber funny. Hast du mitgekriegt mit der Karte und dass wir erst im Landhandel so eine Karte beantragen müssen? Ja, dann brauchen wir ja nur Herrn Johannes mal anrufen. Ja. Ja, dann sagen wir das dem, dass wir dann eben die Karte brauchen für BGA. Dann müssen wir natürlich gucken, wie wir das zu euch hinbringen, hat er gesagt. Da sorgt er nicht dafür. Da würde ich mal mit Tessa Rossa telefonieren, weil ich würde schon bald sagen, wir machen das mit Tessa Rossa zusammen, ob er das häckseln kann, dass wir da GPS von machen. Ja, das könnten wir natürlich auch. Und wir müssen auch noch schauen, dass wir das selber verdichten. Darum kümmern die sich nämlich auch nicht. Na gut, von der Trecker her haben wir ja eigentlich. Ja. Wir müssten halt immer mit Brackelmann reden, dass wir vielleicht dann Trecker mit Doppelschlappen rankriegen. Ja, dass wir den für den New Holland hier, der ist glaube ich mit der schwerste hier von allen. Ah ja, das sehen wir ja, dann müssen wir es hinkriegen. Genau. Ich habe mit ihm nochmal gesprochen wegen Ladewagen, dass wir da so einen Shootermaker nehmen. Dann haben wir nämlich wenigstens einen Kombiwagen, den wir zum Häckseln nehmen können oder zur Not als Ladewagen. Ja, das klingt doch gut. Und er sagte, wir sollen mit Chester Rosa schnacken, weil der hat den Fendt Tiguan. Dann könnten wir den zumindest mal ausprobieren, ne? Ja, und vor allem können wir den auch zum Häckseln benutzen. Willst du Chester Rosa mal anrufen oder soll ich das machen? Telefonate das gerne du erledigen. Na, das war mir fast klar. Dann werde ich das gleich mal tun. Ich bin hier auch fast fertig. Okay. Vielleicht hat er schon wieder auf dem Rückweg. Vielleicht hat er ja morgen eben Zeit oder so. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Dann könnte er häckseln und wir machen die Abfahrer und verdichten tun wir dann zwischendurch mal oder so. Du oder im Nachhinein, das sehen wir ja dann. Richtig. Dann mähe ich hier eben zu Ende und dann rufe ich ihn in Ruhe mal an. Jo, dann mähe ich mal zu Ende. Ich mähe zu Ende, ja. Sehr gut. Bist du noch da? Nein. Okay. Magst du noch mal bei den Schweinen gucken, was da, ob da alles okay ist? Zum Glück gehabt. Ich wollte mich gerade den Gato wieder einparken. Ja, park ihn mal wieder aus. Bin schon unterwegs. Super, danke dir. Bitteschön. Uiuiui. Wollen wir nach vorne gucken hier. Na, zwei Bahnen noch und dann rufen wir mal unseren Tester Rossa an, mal gucken, was er sagt. Schweini, 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 wie geht's euch denn?
Herr Lustig, sind Sie im Funk? Ja, bin ich. Ja, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen. Ich habe gerade diesen komischen Herrn Trapp, oder wie er heißt, vom Hof geschmissen hier. Der wollte mir irgendwas erzählen, von wegen, meine Fahrzeuge wären nicht in Ordnung. Ja. Der war auch schon bei uns. Der hat auch gesagt, bei uns ist alles. Und der ist hier wieder durch die Gegend rennen. Ja, zu uns. Er sucht irgendwie sein Auto, wo er sagt, was gestohlen worden wäre. Ja, der hat den bestimmt wieder irgendwo komisch geparkt, würde ich sagen. Ja. Weil der ist nicht ganz geheuer, auf den müssen sie echt aufpassen. Irgend so ein Mercedes sucht er da. Da will er Anzeige erstatten gegen die Gemeinde hier, gegen alle Leute im Ort, die wären alles Verbrecher, sagt er. Ja, der soll mir mal in die Finger kommen, aber der haut immer ab von mir. Nee, also mein Dings ist eben im Schraubenschlüssel hinter ihm her. Ja, ich bin auch hinter ihm hergelaufen, aber der ist leider abgehauen. Und der ist auch gut auf Trab. Ja, wie gesagt, der wollte meinem Karl-Heinz erzählen, er hätte die Zinken krumm montiert. Also. Ja, und bei uns hat er gesagt, der neue Trecker, den wir bei euch gekauft haben, der hat gar keine Zulassung so und der hat kein TÜV und was weiß ich alles. Also, Menschen gibt's hier also wirklich. Ja. Nichts zu tun im Leben. Nee, alles klar. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Jo, ich will mal Testarossa anrufen, mal gucken, ob der da ist. Oh, der Testarossa, der ist gerade nach New York gefahren. Also, ich weiß nicht, ob sie den erreichen. Oh, ich probier's mal. Vielleicht hat er sein Handy ja mit. Ja, bis denn. Jo. Dieser Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Dass der immer irgendwo anders sehen muss. Naja. Aber. Das Speichern geht gut. Es ist alles sauber. Der Mercedes steht immer noch da. Der hat sich nicht bewegt. Wie es weitergeht, meine Freunde. Alles beim nächsten Mal. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst uns gerne ein Däumchen da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da, gerne ein Abo. Natürlich das Glöckchen nicht vergessen. Und ja. Ich würde auch mal sagen, schaut auch gerne mal bei unserem lieben Herrn Braggelmann vorbei. Und gebt da auch noch mal ein Däumchen ab. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.